Tja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute mal wieder. Ich bin euer Evenger und ja, ich habe eine Anfrage bekommen, wie man Thumbnails macht. Folgendermaßen. Dazu gehen wir erstmal ins Netz. Also, ja, machen wir einfach mal. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe auch einen neuen Banner gemacht. schreibt mir unbedingt mal in die Comments, wie ihr es findet. So, auf jeden Fall kriegt man das auf der offiziellen Paint.net-Seite. Es sieht zwar ein bisschen unseriös aus, aber ihr könnt trotzdem sicher sein, dass ihr da die Online-Signature oder wie sich das auch immer schimpft, zu 100% da ist. Also da dürfte kein Problem mit irgendwelchen mit dem PC haben oder irgendwelchen Installationsprogrammen. Auf jeden Fall geht ihr dann hier unten drauf einfach. Das versteht ihr ja von selber. Das ist Werbung, ist ja völlig klar. Da klickt man nicht drauf. Hier steht auch to download, please click the free download now link to the right. Also hier auf der rechten Seite geht ihr einfach drauf und dann holt ihr euch praktisch das Paint.net und ladet es euch runter. So, das ist jetzt eine ZIP-Datei oder ein ZIP-Ordner, wie auch immer, wie ihr das immer schimpfen wollt. Da braucht ihr auch ein spezielles Programm, das zeige ich jetzt mal kurz so just in time. Also ich nehme gerne das WinRAW 64-Bit, ja, das sieht man hier auch schon. Und natürlich gehen wir auch nicht wieder auf die Chip-Seite, sondern hier ist auch schon markiert winraw.de. Da kriegt ihr den offiziellen Download. Also ich, wie schon gesagt, ich habe 64-Bit-Version, müsst halt mal gucken, was ihr für eine Version habt und ja, downloadet dann halt dementsprechend. Ich brauche das WinRAW 5.4.0 64-Bit-Version. Auf jeden Fall klickt man dann auch da drauf und kriegt direkt die X dazu. So, so viel dazu. Also, jetzt wisst ihr, wo ihr es herbekommt. Wie ihr das installiert, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Ihr seid schon mit dem PC, denke ich mal, erfahren genug, um das selber hinbekommen zu können. So, das passt jetzt eigentlich ganz gut. Dann mache ich jetzt mal mit euch einfach mal die Thumbnail für dieses Video. Genau, für dieses. Wie schon gesagt, ihr seht schon, ich bin eigentlich, für meine Verhältnisse, bin ich eigentlich relativ gut organisiert. Ihr seht auch schon ein paar Bilder, die ich bei den letzten Videos verwendet habe. Ich habe auch ziemlich viel Ordnung hier reingebracht. Das hat ewig lang gedauert. Hier sind zum Beispiel die ganzen Schriftzüge, hier ist sogar Ich mag Milch, weil er keinen eigenen Schriftzug hat, beziehungsweise habe ich die Schriftart nicht mehr gefunden, Channel of the Week und so weiter. Also ich habe hier schon ziemlich viel gemacht. Was ich jetzt bei Thumbnails wichtig finde, ist, dass man sich selber repräsentiert. Also wenn du eine Facecam nutzt, so wie ich, Tom Brani oder andere YouTuber, dann ist es wichtig, dass ihr ein paar Gesichter da mit drauf, also mit euch mit drauf packt, weil ihr ja euch repräsentiert, rein theoretisch. Zum Beispiel auch meine Logos alle mit reingepackt. Die werde ich auf jeden Fall auch verwenden. So, was nehmen wir denn eigentlich hier für ein Bild? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, 30 Minuten später. Ich mache mit euch einfach mal ein neues. Das ist eine Premiere. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen lustiger gestalten. Oh, scheiße, das geht ja gar nicht. Die Webcam wird ja schon benutzt. Und da kann man auch keine Fotos machen. Webcam wird verwendet von OBS, bla bla bla, nutze ihre Webcam verbindet. Ja, also, das geht nicht, das können wir vergessen. Scheiße, okay, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ist aber auch nicht schlimm, dann nehmen wir halt ein Standardbild, wie immer. Gucken wir einfach mal, was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht drin hatte. Obwohl, das hatte ich schon lange nicht mehr, das nehmen wir einfach. Das hat so ein fragendes Gesicht, ich denke mal, das passt eigentlich ganz gut. So, jetzt brauchen wir noch eine Textur, die schmeißen wir jetzt auch noch dahinter. Oh verdammt, jetzt bin ich komplett rausgegangen. Bilder für Banner. Texturen habe ich extra hier so einen kompletten schicken Ordner, wo sämtliche Texturen drin sind. Meine Lieblingstextur ist das hier, weil ich finde die Farbe, die harmoniert eigentlich ziemlich mit meinem Logo und so. Also das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich kann aber auch mal das hier nehmen. Das ist noch ein besserer Kontrast, finde ich. Das habe ich jetzt auch bei meinem Banner genommen. Was ich jetzt für mich persönlich wichtig finde, ist Folgendes. Ich mache das Ganze immer auf ein 1920x1080 Format. Oh, jetzt habe ich 1008 gemacht. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Hätte ich jetzt das Format auch verändern können, aber bis ich jetzt die Einstellung gefunden habe, 1920x1080. Zig. Danke. Sehr geil. Auf jeden Fall, das ist wieder so ein Vorführeffekt. Auf jeden Fall, da macht man nie was verkehrt, weil das dann eigentlich vom Verhältnis der Seiten ist es eigentlich immer so, wie es überall üblicherweise angezeigt wird. Außer bei dem Banner. Da gibt es ein spezielles Overlay, das habe ich auch da. Aber wenn ihr Fragen habt, wie man einen Banner macht, ich habe ein Video schon mal darüber gemacht, schaut einfach mal bei den Tutorials mit rein. Vielleicht werde ich das auch nochmal
direkt da verlinken für euch. Nur in den Infokarten klickt euch da einfach mal durch. Da steht zum Beispiel Banner für YouTube-Channel erstellen. Also soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich merke gerade, dass bei meiner Cam alles krisselt. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Da muss ich mal gerade was tun. Und noch einmal, 30 Minuten später. Ja, jetzt fängt es beim Hörer an. Also das Licht, irgendwo hängt das mit dem Licht zusammen. Ist aber eigentlich auch wurscht. Sollte euch jetzt nicht interessieren. Auf jeden Fall, da ziehen wir jetzt... Hallo? Da ziehen wir jetzt unsere Textur rein. Das ist dann so mein kompletter Hintergrund, sag ich jetzt mal. Ja, was brauchen wir denn noch dafür eigentlich? Das, was wir natürlich repräsentieren wollen, ist natürlich Paint. Paint.net, da gibt es bestimmt ein paar coole Bilder bei Google, wie man es dazu kennt. Nee, natürlich nicht, der leitet mich direkt auf die Seite weiter, das ist jetzt aber auch komisch. Paint.net, vor allem, das war ja nicht wirklich die Seite. Ja, gehen wir einfach mal Google-Suche, scheißegal. So, und dann in die Bilder. Genau, da haben wir jetzt zum Beispiel ein cooles Logo. Hier ist das eigentliche Logo, aber mit Schriftzug. Ja, hier sieht man auch schon, das hat einiges mit diesem Programm zu tun. Was ich auch ganz cool finde eigentlich. Aber hier kommt logotechnisch, ist hier gerade gar nichts zu machen. Ne? Vielleicht gehen wir mal spezifisch einfach mal Logo ein. Paint.net. Ach, da ist ja schon ein Logo. Gehen wir einfach mal drauf. Vielleicht. Ah, prima, prima, prima. Hier haben wir jetzt verschiedene Logos. Das mit den Würfeln ist natürlich auch mega fett und so. Also da geht schon einiges. Wow, WWE 2K15, ist geil. Ich liebe Wrestling über alles. So, aber bevor ich jetzt hier ewig rumsuche, ne, suchen wir uns jetzt einfach mal so das Aktuellste aus. Das hier finde ich eigentlich ganz geil. Da schreiben wir dann mit einem anderen Schriftzug einfach das Paint.net drunter. Ich glaube, das ist so... Oh, ich hasse es des Todes, wenn man das Bild einfach nicht anklicken kann. Beziehungsweise hätte man jetzt gekonnt. Okay, dann nehmen wir halt doch dieses. Zeigt mal Originalgröße ganz genau. Bild speichern unter. Schmeiße jetzt da irgendwo hin. Und gut ist, müsste schon unten sein. Perfekt, Holinski. So, dann würde ich einfach mal behaupten, das holen wir uns jetzt direkt auch mal her. Jetzt wieder bei Videobearbeitung, T-Shirt, Bilder für Banner. Ja, für die, die sich jetzt fragen, warum unter T-Shirts. Hier sind meine ganzen Logos für meine T-Shirts, die ich bis jetzt schon gemacht habe. Der X-Raichi und der Monster Let's Play, die haben ja schon T-Shirt bekommen durch die letzten paar Verlosungen. Nicht? Also, wie schon gesagt, Merch bin ich noch nicht bereit dazu, weil ich habe einfach viel zu wenig Abonnenten. Das lohnt sich überhaupt nicht aus. Ihr müsst es dann bei der Steuer angeben und es ist mir gerade momentan noch ein bisschen zu stressig, weil ich mit meiner anderen Arbeit echt genug zu tun habe. Jetzt gucken wir einfach mal, ob das überhaupt hier funktioniert. Dann müssen wir das hier mal und das hier. Und ich glaube, ja doch, das passt eigentlich schon ganz gut. Ich mache das alles mit der Tastatur. Das habe ich damals bei der Firma, wo ich mit Pauli gearbeitet habe, da war ich in der QS, also in der Qualitätssicherung. Und da musste ich viel am PC arbeiten. Und da wurden mir halt so kleine Tricks beigebracht, wie kopieren und einfügen und so. Die Tom Brani müsst wissen, als die studiert Wirtschaftsinformatik oder Informatikerin. Finde ich relativ geil, dass sie sowas macht. Habe ich auch schon in den Comments geschrieben, also sie weiß, worum es geht. Auf jeden Fall mit Steuerung X kann man das Ganze dann entfernen. Oh, jetzt habe ich das natürlich alles entfernt. Gehen wir mal zurück. Steuerung I natürlich erstmal, um das Ganze umzukehren. Das ist bei den Abkürzungen bei Paint.net. Da müsst ihr euch mal durchklickern bei Optionen. Da kann man so Tastenkombinationen nutzen, um schneller an sein Ziel zu kommen. Und ich habe das halt damit gemacht. So, und mit dem STRG und X kann man das Ganze jetzt natürlich wieder rausholen. So, das kann ich dann jetzt einfügen. Oh, was hier natürlich wichtig ist, was ich hier gar nicht sehe, was ihr auch gar nicht seht, sind eigentlich diese Dinger hier. Die habe ich eigentlich immer auf dem anderen Bildschirm geschmissen. Dann stören die mich nicht so. Das stört da auf jeden Fall, weil da mein Gesicht im Ding ist. Also das sind so die wichtigsten Sachen, was du für Paint.net eigentlich brauchst. Ich mache dann immer gleich mal im Vorrein schon mal ein paar Ebenen, weil das kann dauern. Gut, so viel dazu. Jetzt sind wir auf der zweiten Ebene. Da können wir das jetzt direkt eigentlich mal einfügen. Aber nicht umgedreht. Sieht doch eigentlich schon mal ganz geil aus. Was ich jetzt aber sagen muss, ist Folgendes. Das sieht eigentlich gar nicht so cool aus, weil die Schriftart, die... Ja, vom Kontrast her finde ich das nicht so toll. Ich habe da immer so einen kleinen Trick. Das zeige ich euch jetzt auch. Was machst du da?
Da gehst du einfach in der Ebene darunter, nimmst diesen Pinsel hier und jetzt machen wir mal einen krassen Kontrast und untermalen das jetzt einfach mal mit der weißen Farbe. Wenn es denn gehen würde, dann muss man das hier erstmal markieren, weil sonst malt das nur in dem markierten Bereich. Also, wie schon gesagt, ist auch nicht so leicht. So, und dann kann man das hier so wunderbar untermalen. Ich meine, das ist jetzt Geschmackssache, wie man das jetzt macht, ob man das so geruckelt macht, als wäre da einfach so ein, wäre da geschrieben worden oder so. Das war jetzt auch ein bisschen eichheftig. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir kommen dem Ganzen schon ganz nah. Jetzt musst du wieder anknüpfen. Dann sieht das so unrealistisch aus, also unnatürlich. So, sagen wir einfach mal unnatürlich. Gut. So hätte ich das jetzt verkauft am besten. Das hier braucht man nicht, weil das hat ja schon weiß. Das wäre ein Blödsinn, wenn wir das auch nochmal weiß untermalen. Auf jeden Fall, das Wichtigste haben wir jetzt schon mal getan. So, jetzt machen wir natürlich das fragende Gesicht, das ist ja völlig klar. Wie ich das mache, hätte ich euch jetzt gerne leider gezeigt. Wenn ihr es genau wissen wollt, dann schreibt es mir am besten einfach mal in die Videobeschreibung, dass ich das für euch machen soll. Und dann werde ich mein Bestmöglichstes versuchen. Ihr seht schon, ich gehe ständig auf den zweiten Bildschirm, weil ich da immer meine Sachen habe. Das ist schon richtig eingefleischt. Habe ich eigentlich immer so. Okay. So, da ist das fragende Gesicht. Da kann man jetzt echt viele Sachen damit machen. Also, was ich ja ganz gerne mache, sind so Sprechblasen oder so. Da machen wir jetzt nochmal ein paar Ebenen. Warum ich immer 1000 Ebenen mache, ist folgendes. Wenn dir dann später mal auffällt, dass dir irgendwas nicht daran gefällt. Und du hast es jetzt auf derselben Ebene. Könnte ich? Nee, mach ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, und du willst es dann verschieben, dann musst du das Ganze ja markieren. So, wenn du das dann markiert hast, dann verschiebst du praktisch über den drüber oder in rein. Wenn es dann wieder nicht gefällt, markierst du es nochmal und schiebst es weg. Und dann hast du bei dem anderen Gesicht praktisch die Hälfte vom Gesicht auch mit weggeschnitten. Und deswegen mache ich das immer erstmal alles in 500 verschiedenen Ebenen und fasse das Ganze erst am Schluss zusammen, wenn ich mir 100% sicher bin, das passt so, das will ich so und das brauche ich so. Ne, und wie schon gesagt, so viel zur Erläuterung. Also wir nehmen hier, also ich nehme hier immer mal ganz gerne so eine Sprechblase und schreibe dann so einen Text rein, Paint.net, wie funktioniert das eigentlich? Oder beziehungsweise wie macht man Thumbnails mit Paint.net? Also wie schon gesagt, das ist eigentlich ein ganz cooles Tool, wie ich finde. Warte mal, ist das da hier auch so? Nee, ist es nicht. Gut, alles klar, dann tun wir hier mal kurz. Ah komm, machen wir alles. So ein bisschen, also zumindest ziemlich alles. So, da haben wir die Wolke. The Wolken, ne? The Wolken. Dann machen wir jetzt wieder schwarz, dass wir auch eine schwarze Umrandung haben. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Nee, so nicht. So wollte ich das eigentlich nicht haben. So in etwa. Aber die Schrift ist dann doch ein bisschen echt groß. Also, beziehungsweise die Umrandung. Genau, so sieht das doch schon viel geiler aus. Viel, viel besser. Machen das Ganze nicht ganz groß. Ihr seht schon, das verschwindet, weil es nicht mehr in diesem Bereich drin ist. Und hier habt ihr jetzt schon das Problem, dass die Sprechblase praktisch das Paint.net schon wieder verdeckt. Aber das können wir gleich machen. Schauen wir jetzt einfach mal. Ich schreibe hier jetzt einfach mal was rein und dann gucken wir einfach mal, wie es passt. Schon gesagt, das seht ihr gleich. Impacted. Ja, mal gucken, machen wir es einfach mal so. Das Ganze schreiben wir in schwarz, ist wirklich logisch. Thumbnails. Selber machen. Wie geht denn das? So, dann machen wir die Schriftgröße noch ein bisschen größer. Ja, vielleicht nicht ganz so groß. Ja, da sehen wir auch schon. Machen wir mal hier so einen kleinen Absatz rein. Jetzt haben wir die ungefähr die Größe, die wir haben wollen. Sage ich jetzt mal. Gehen wir noch eins weiter. Genau, dann sollten wir das eigentlich schon so da reinkriegen, dass es passt. So, Thumbnail selber machen. Wie geht denn das? So, und dann kann ich schon mal. Na, ich gehe schon wieder da hoch. Also das können wir jetzt auf jeden Fall so lassen. Ich lasse das auch so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt muss ich halt nur das Paint.net wiederfinden. Ich glaube, hier ist es. Und jetzt sehe ich euch auch, jetzt zeige ich euch auch, warum das so ist. So, jetzt kann ich das Ganze hier wieder markieren, das Paint.net, und kann das dann damit verschieben. So, ihr seht aber auch schon, jetzt hat das Weiße darunter natürlich auch mit verschoben. Deswegen gehen wir nochmal zurück.
Das können wir eigentlich so lassen. Deswegen, da geht man dann hier unten, da steht schon Ebene nach unten zusammenführen. Das heißt, dass die zwei dann eine Ebene sind. So, und jetzt kann ich, schwuppdiwupp, kann ich alles mit versetzen, ohne dass ich irgendein Bild damit beeinflusse. Deswegen hat man diese vielen Ebenen, dass man das Problem halt dann nicht mehr hat. Jetzt würde ich, also mir kommen dann immer so Ideen im Laufe des Ganzen, deswegen kommt es jetzt auch so schlecht vorbereitet rüber. Ist es aber eigentlich gar nicht. Weil die Ideen kommen dann immer ganz von alleine und ganz überraschend. Schreiben wir jetzt hier einfach mit. Machen wir das so. Also mit praktisch paint.net. Und da unten schreibe ich dann ganz einfach. Aber ich glaube, dass das mit, schreiben wir mal groß, machen das vielleicht auch noch ein bisschen größer. 84 haben wir schon, okay. Moment mal, 108. Das soll ja auch nicht zu groß werden. Ich meine, meine ganzen Logos müssen ja auch noch irgendwo draufgepackt werden. So, und hier schreibt man jetzt dann ganz einfach. Ganz einfach. Schieben das hier noch ein bisschen. Ja, das schiebt man dann, das schiebt man dann hoch. Beziehungsweise das Gesicht schiebt man einfach. Alter, das ist so nervig. Schieben wir einfach da drunter und schon ist es dann praktisch oben drüber. Deswegen die vielen Ebenen, dann verhaspelt man sich nicht. Das ist echt cool eigentlich. Den Tipp, bis ich das umsetzen konnte, diesen Tipp, das hat echt verdammt lang gedauert. Ich habe das nämlich auch die ganze Zeit gemacht und dann dachte ich, scheiße, jetzt habe ich alles vermasselt. Alles wieder weg, alles wieder neu und so verhindert man das eigentlich. So, wir sind eigentlich schon fertig. Jetzt haben wir jetzt selber machen, wie geht denn das? Bild haben wir auch schon drin mit paint.net, ganz einfach. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch meine Logos einfügen. Und das mache ich so. Da gibt es jetzt verschiedene Arten folgendermaßen. Man kann entweder mit diesem Zauberstab kann man einen gewissen Punkt markieren. Man kann es dann mit STRG plus und kann das dann alles zusammenführen. Oder man nutzt die intelligente Art und Weise von paint.net, nämlich diese Birne hier oben. Und dann kann ich euch jetzt mal zeigen, dann tut er mit einem Klick alles, was mit dem Hintergrund zu tun hat, beziehungsweise der Hintergrund, der ja nicht da ist, es ist ja eine PNG-Datei, nicht? Alles, was mit dem Hintergrund zu tun hat, tut er eigentlich praktisch alles rausmachen. Warum ich das euch jetzt zeige, weil dann müsstet ihr nämlich jedes Mal diese ganzen einzelnen Zwischenräume alles einzeln anklicken. Und deswegen ist das eigentlich eine coole Hilfe, finde ich, weil dann kennt er das selber und fügt es ein, beziehungsweise macht's raus. So, wir machen wieder Steuerung I und Steuerung X für rausholen. Und jetzt mache ich wieder eine andere Ebene. Ist das jetzt schon eine neue oder haben wir da was drauf? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall fügen das hier ein und passen das jetzt wieder an. So. Ich könnte jetzt hier noch Avenger zeigt, wie es geht, hinschreiben. Aber ich glaube, das wär ein bisschen zu abgehoben, abgedroschen, wie auch immer ihr das schimpfen wollt. So, dann hab ich auf jeden Fall jetzt schon mal mein spezielles Logo wieder mit eingefügt. Meine Fratze ist zu sehen. Und wir haben eigentlich, worum es in diesem Tutorial geht, sage ich jetzt mal. Wir haben auch 19 Minuten, ist eigentlich völlig in Ordnung. Ich mach jetzt halt noch ein paar Sachen. Folgendermaßen, wie schon gesagt, hier auch wieder Steuerung I, Steuerung X. Wie ich das Ganze einfüge mit Steuerung V. Das ist eine andere Ebene, ist ja logisch, falls es nur verschieben muss. Das muss ja auf jeden Fall auch noch irgendwo hin. Ich glaube, dass entweder ich mache das hier wieder hin. Kann man das natürlich auch so als Mütze aufsetzen. Das ist auch ganz cool. Habe ich auch schon in sämtlichen Thumbnails gemacht übrigens. So ein komisches Zeug. Ich glaube, hier passt das nicht so cool hin. So, das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich glaube hier zu meinem Logo, das passt eigentlich ganz gut. So machen wir das, so behalten wir das. Und jetzt habe ich noch was ganz Cooles eigentlich. Das habe ich bei irgendeinem YouTuber, habe ich das schon mal gesehen. Der hat das nämlich auch gemacht. Der hat immer den Rand so ein bisschen ausgeschnitten und hat dann sein Logo und so hat er so noch ein bisschen weiter mit hervorgehoben. Ich habe das auch bei Overlay eingespeichert. Das Overlay ist überhaupt, ist dieses YouTube-Channel-Template. Das ist übrigens damit, wo man mit seinem Mann seinen Banner macht. Wenn ihr da jetzt nochmal ein Tutorial drüber haben wollt, weil ihr das andere vielleicht schlecht findet, also ich persönlich finde es schlecht, weil die Qualität ist halt echt mies. Das war eines meiner ersten Videos. Dann mache ich das gerne noch einmal. Aber wir nehmen das hier. Das nehme ich bei allen meinen Videos. Ich hoffe, ihr übernimmt das jetzt, weil der rechnet ziemlich lange gerade. Ah ja, perfekt. Sieh mal, der guck. So, und da tue ich das hier einfach nehmen. Wieder mit X raus.
Und hier ist jetzt ganz wichtig, dafür braucht ihr 100% noch eine neue Ebene, weil habt ihr jetzt den weißen Rand, nicht? Und der tut jetzt hier alles überschneiden. So. Das braucht ihr aber auch so. Weil sonst, wenn ihr das auf eine andere Art und Weise macht, dann ist das echt kompliziert. Also, so sieht es dann aus, nur dass meine Bilder dann halt wieder rauskommen. So, wichtig ist jetzt hier bei diesem Punkt, was ich euch eigentlich vermitteln will. Ich weiß, ich rede viel zu viel um heißen Brei herum. Der markierte Bereich davon. Wenn ich mit diesem markierten Bereich nämlich jetzt auf eine andere Ebene gehe, die unterste, von dem Hintergrund zum Beispiel, ne, und drücke dann einfach auf der Tastatur auf Entfernen, dann hat er jetzt den markierten Bereich entfernt, aber nicht den weißen Bereich, also das, was wir jetzt eingefügt haben, sondern nämlich, das seht ihr jetzt, wenn ich den Rand einfach entferne, hat er nämlich bei der Thumbnail, bei dem eigentlichen Texturhintergrund, hat er den markierten Bereich entfernt. So. Da das hier alles auf einer anderen Ebene ist, sticht das hier immer noch ein bisschen mit raus. Also ich persönlich finde es cool, wenn es so ein bisschen raussticht. Jetzt sieht man zwar das eine Ausrufezeichen nicht, aber da ist ja noch ein anderes, also ist jetzt gar nicht so schlimm. Das hier wird man auch nicht sehen, weil alles, was hier jetzt so kariert ist, wird dann bei YouTube einfach als weiß angezeigt, wenn du die Thumbnail dann hochlädst. So, wichtig ist jetzt hier zum Beispiel noch das Abspeichern. Ich habe für alles hier auf meinem PC, beziehungsweise auf der externen Festplatte habe ich das alles, falls ich wieder mal ein Video drauf, ein Virus drauf habe, nicht wieder alles komplett löschen muss. Das Video dazu habe ich, glaube ich, mal irgendwo hochgeladen. Ich werde es einfach mal, ich muss mir das echt mal angewöhnen, in der Infocard nochmal mit reinsetzen. Ein Virus hat fast meinen PC geschrottet. Das Video habe ich damals gemacht und deswegen habe ich jetzt auch diese externe Festplatte, dass ich, wenn ich das nächste Mal wirklich meinen PC wieder neu starten muss oder Werkseinstellung, dass meine ganze YouTube-Scheiße nicht einfach weg ist. Weil ich kann es euch mal kurz zeigen, ich habe das hier unter eigene Dateien Avenger. Das ist wirklich ein kompletter Ordner nur für YouTube. Videoaufnahmen, Videobearbeitung, da habe ich hier zur Bearbeitung, da stecke ich Videos rein, die noch in Bearbeitung sind. Video für Bearbeitung, da habe ich dann eine Camera, ein Endcard, Funny Cuts, Greenscreen, Intros, Soundeffekt, Thumbnails und so weiter. Wir brauchen jetzt die Thumbnails. Seht ihr auch schon, ich habe hier jede Menge Livestream, Infernal, Overwatch, South Park und. South Park kommt übrigens jetzt ein neuer Teil raus. Sensationell, werde ich auf jeden Fall anzocken. Vielleicht mit Tauli zusammen, mal gucken. Da geht das auf jeden Fall, da starten wir richtig durch. Habe ich dann Tutorials, hier. Hier habe ich Tutorials. Wird jetzt natürlich nichts angezeigt, weil das Paint.net Format würde ich davon abraten, so abzuspeichern, weil das kann keine Plattform dieser Welt, kann diese Datei lesen. Deswegen nehmt so übliche Formate wie JPEG oder PNG, wo dann der Hintergrund weg ist zum Beispiel, oder GIF oder BMP habe ich auch noch nie gehört. Auf jeden Fall, das JPEG ist eigentlich das gängigste Format, was man nehmen sollte, zumindest für Banner und für solche Geschichten. Wenn ihr jetzt so Bilder habt wie ich zum Beispiel, wo man die Fratze hat, aber der Hintergrund weg ist, dann speichert das Ganze unter PNG ab. Ist ganz wichtig, weil dann ist der Hintergrund weg. Auch wenn ihr mal selber T-Shirts macht später und ihr habt da euren Pro, der dann praktisch die Bilder auf das T-Shirt druckt, und wenn er eine PNG-Datei hat, hat das einfach viel leichter, weil er dann dieses weiße Außenrum dann nicht einfach wieder wegmachen muss und so. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall nehmen für sowas. Wir machen das jetzt aber PNG, dann seht ihr auch schon, hier sind sämtliche andere Thumbnails, obwohl das eigentlich zum Lives. Ah, doch, genau, das war auch ein Tutorial, wie man Battlefield 1 aufnimmt. Da hat sich nämlich EA schon wieder ganz was Tolles überlegt, aber der Avenger, der ist ja nicht blöd, da ist gerade mein Kuli runtergefallen. Der ist ja nicht blöd, der weiß, wie es geht, und deswegen habe ich direkt ein Tutorial darüber gemacht. Und jetzt, wie schon gesagt, ne, jetzt machen wir einfach paint.net. Also ich mache das müsst ihr natürlich zu Hause nicht malen, ihr nennt das so, wie ihr Bock habt. So, paint.net, bam, zusammenfassen, gut ist. So, und schon ist die Thumbnail für dieses Video fertig. Das Video lade ich jetzt noch hoch, weil ich habe nämlich die Woche Urlaub bekommen. Yay, ich habe doch Urlaub bekommen. Meinen Kollegen geht's wieder sensationell. Hat sich herausgestellt im Nachhinein, dass er keinen Herzinfarkt hatte, sondern hat auch keine Verengung oder so im Blutkreislauf. Aber wie schon gesagt, das geht zu sehr ins Detail. Ich meine, ich möchte auch nicht die Privatsphäre von meinem Kollegen hier offenlegen. Auf jeden Fall, ihm geht's wieder gut. Ich habe von den 2 Wochen die eine noch gekriegt und ich freue mich tierisch. Jetzt kann ich jede Menge auf YouTube machen, unter anderem auch dieses Video. Kann mir auch mehr Zeit nehmen für Avenger Talk und so weiter und so fort, weil
ich werde jetzt am Sonntag auf jeden Fall wieder ein Video rausbringen über Haptic, weil der hat jetzt wieder ein krasses Video gegen Kuchendogs gemacht und hat da sowas von verkauft, alter Schwede. Ich habe dem glaube ich so einen Kommentar dahin gepflanzt mit über 500 Wörtern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat mich schon megamäßig aufgeregt. Ich mache da auf jeden Fall ein Video darüber. Habe ich zumindest vor. Ich hoffe, ich habe es bis dahin nicht vergessen. Nicht vergessen. Auf jeden Fall, wir sind hier eigentlich fertig. Wenn ihr mich cool fandet, dann lasst mir auf jeden Fall wieder einen Daumen da. Und wenn ihr mich richtig krass fandet, natürlich wieder hier, ne? Ganz wichtig, dieser Button hier, ne? Und wie schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Comments. Wenn ihr nochmal wollt, wie man einen Banner erstellt, mache ich auch sehr, sehr gerne für euch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder beim Channel of the Week dabei seid. Da stelle ich nämlich wieder mal einen Channel vor. Ich bin mir noch unschlüssig, ich habe nämlich mehrere Channel gefunden, die es eigentlich wert wären. Ich suche mir davon jetzt nochmal einen aus, beziehungsweise vielleicht machen wir das nächste Woche dann ganz anders. Ich werde mir dann wieder ein paar Kanäle raussuchen und ihr könnt dann mal entscheiden, wer der Channel of the Week sein wird. Aber das ist ein anderes Thema, wie schon gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn ihr Bock habt, wenn die auch nicht wissen, wie man Thumbnails erstellt. Wie schon gesagt, Paint.net ist völlig kostenlos. Ihr braucht kein Photoshop oder sonstige Geschichten. Das kann man auch mit Paint.net alles selber machen. Naja, nicht alles. Photoshop ist ja schon ein bisschen einfacher und nicht ganz so kompliziert, aber man kann halt echt jede Menge damit machen. Vielleicht gehe ich bei Paint.net auch nochmal richtig ins Detail. Da gibt es nämlich auch sämtliche Plugins, die man installieren kann, die halt bei Photoshop meistens schon mit drin sind. Deswegen ist Photoshop auch so schön einfach. Es ist halt für so einen Otto-Normalverdiener, so wie mich. Ich bin ja Koch vom Beruf, die verdienen ja nicht allzu viel, nicht? Oder als Schüler hat man das Geld nicht so auf der hohen Kante. So, da gibt es natürlich noch kleine Tricks, wie man das Ganze cracken kann, aber da ich euch nicht zu illegalen Sachen verleiten möchte, zeige ich euch lieber den völlig legalen und kostenlosen Weg. Wie schon gesagt, ich rede schon wieder viel zu viel. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bleibt anständig, baut keinen Scheiß und wir sehen uns auf jeden Fall die Woche wieder. Bis dahin, Servus, alter Schwede. Haut rein!